Einen wunderschönen, meine Lieben. Ich bin der Hausi und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer kleinen, aber feinen Folge The Beast Inside. Wir sind immer noch auf dem Weg zu unserem Gasthof und sind genau da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Das freut mich. Hat es anscheinend gespeichert. Also war ein Checkpoint hier. Sieht man das Gasthaus schon? Wir sind ja so unfassbar tief im Wald. Mich würde interessieren, ob ich nochmal ins Haus muss. Ich hoffe nicht, weil ich habe echt keinen Bock, den Weg wieder zurückzugehen. Da vorne ist ein Zelt. Ja, ab geht die Luzi. Hillside Inn, Tower Shore. Ja, wo müssen wir lang? Hillside Inn. Klingt doch nach einem Gasthaus, oder? Ich sage mal, schieben wir mal in die Richtung. Ich denke, es wird schon zu sein oder so, wenn wir da nicht lang sollen. Ich würde gerne zu dem Zelt gehen. What do we have here? An old tent, some abandoned stuff. Looks like someone just left it all and never came back. But why? Why? Ist da nicht irgendwie nichts? Eine Angel? Okay. Hier ist aber weit und breit kein Wasser. Aber das ist nicht der Weg, den wir in der Vergangenheit zum Gasthaus gegangen sind. Musik. Und wer geht so zu einem Gasthaus? Das ist ja Wahnsinn. Wäre an seiner Stelle einfach mit dem Auto gefahren. Ach man, Leute, müssen da immer 100 Wege sein. Kann ich nicht durch, ne. That mine shaft looks deep. If I had something that would enable me to climb down it, maybe it lead to the inn. I could try to go down this way, but first I need a stronger rope. Okay. Definitely too flimsy. I saw a tent on too flimsy. Here. Maybe I can find something inside. Jetzt muss ich wieder zu einem Zelt, oder was? Boah, du bist ja so ein Lauch, Alter. Hättest doch gleich reingucken können. Hätte auch jeder normale Mensch gemacht. Vielleicht liegen da 100 Millionen Euro drin. Weißt du, wo war ich? Ich kenne mich halt überhaupt nicht aus. Achso, muss ich da wieder rum? Boah, das ist so. Das meine ich, das ist so unnötig, ja. Das. Alter, da hängt auch eine Leiche oben. Was? Ja, da müsste man anscheinend das nächste hin. War das der Zeltboy? Okay, also ich muss gar nicht zu dem Zelt, ich muss da hoch. Wie kommt man da hin? Nee. Keine Ahnung, Leute. Stand da was von Tower, oder? Geht's da zum Tower, oder? Ich verstehe auch nicht, warum ich hier draußen rumgümmel. Wieso kann das nicht alles in dem Haus abspielen? So, was stand da? Hillside Inn. Shore. Tower. Zum Tower geht's zurück. Gehen wir einfach mal hier lang. Sehe ich jetzt auch keinen Weg. Du kannst hier halt auch voll kreuz und quer rumrennen. Das ist doch ätzend.
Okay, das erklärt auf jeden Fall die Angel. Man, this boat looks like it's 100 years old. Mindestens 1000 Jahre ist das alt. Gehen wir nochmal hoch, wo wir schon, also da wo wir gerade waren, wo er gesagt hat, dass er das Seil braucht. Vielleicht kommen wir von da aus dann irgendwie dahin. I saw a backpack in the rock by the tent. It's worth checking. Ja, dass du dir den genauer anschauen willst, ist mir schon klar. Ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Du Lappen. Da geht's ja zumindest schon mal ein Stück nach oben. Vielleicht habe ich dann da oben einfach was übersehen. Da kann ich nicht rüber. Jetzt auch nicht rüber? Dadurch? I could go through here. Ah. How long has this poor guy been hanging here? Strange that no one came looking for him. Vielleicht hat man nach ihm gesucht. Poor guy. The backpack is hanging loosely. I think I could knock it off with a stone. Okay. Allzu viele Versuche haben wir da gar nicht. Jawohl. No. Auch nicht besser. Oh, das probieren wir nochmal. Ne. Okay, das geht nicht. Dann gehen wir da wieder runter. Da dürfte der jetzt liegen, genau. Jetzt fällt bestimmt die Leiche runter, oder? This will certainly come in handy. Nicht? Wird schon erwartet. Jetzt müssen wir uns da wieder in so scheiß Minen abseilen. Die Mine hat vorher schon gestunken. Aber es hilft ja nichts, Leute. Es hilft ja nichts. Oh. Down we go. Das ziehst du jetzt aber nicht bis unten durch, oder? Wäre mein Ladebildschirm noch lieber gewesen. So hoch kommen wir da auf jeden Fall nicht mehr. Der Kerl traut sich Wasser. Mit der Anstrengung, finde ich, habe es irgendwie cool hinbekommen. Also man hat wirklich das Gefühl, als würde man sich anstrengen. Okay, das hielt sich an Grenzen. Ups. So. Das war der Gasthaus. Gasthof. This looks like ruins of some big building. What could have happened here? Okay, ich habe gedacht, ich komme da jetzt in so ein uraltes Horrorgebäude. What the hell is he up to? Oh. Das ist unser Freund. Wie kommen wir da hin? Irgendwo einen Eingang finden. Ja. Alter, ist der Gasthof am Arsch. Auf jeden Fall da oben beim Tresor. Und aufgelöst.
Okay, dann werden wir. Was ist das denn, Irrgarten hier? Ja. Muss ich ja. Charred ruins. The Soviets want all this country to look like that. Jetzt auch noch hochgehen? Ja, gehen wir erstmal zu dem Tresor. Ist mit Sicherheit Quatsch. Also ich glaube nicht, dass ich bei dem Tresor jetzt was machen kann, aber da sagt er bestimmt, ich brauche einen Schlüssel oder so. Und dann gehen wir dahin und uns gehen wir erst dahin, finden den Schlüssel, kann ich ihn nicht mitnehmen. Ihr wisst schon, was ich meine. Und da geht nicht, oder wie? Nee, wie drehen wir den jetzt um? Geht nicht. Es geht nicht, meine Freunde. Das sind so Kratzer immer. Weiß nicht. Ich hätte ihn gerne runtergeschmissen. Nee, kann man nicht bewegen. Ja, dann machen wir das jetzt. Dann gehen wir da jetzt dem Kaschball hinterher. Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Oh, das ist die Laterne. Oh, ihr wisst, welche Laterne das ist. Könnte sie die Ursache für das Feuer sein, die diesen Ort verwüstet hat? Der Gedanke, dass etwas derart Kleines so viel Schaden anrichten kann, lässt mich erschaudern. Ja, es kann absolut nichts anderes sein. Es muss diese Laterne gewesen sein. Ja, ich nehme mal an, dass wir das Gebäude bestimmt abgebrannt haben. Den Teil werden wir bestimmt noch spielen. Oh! Ihr Ratten. Ihr Ratten. Meine Güte, wo geht's denn da? Jetzt bin ich wieder hier. Hä? Was habe ich jetzt übersehen? Oh Mann, jetzt muss ich das nochmal latschen. Irgendwas habe ich übersehen. Hier mal schnell gucken, ob da war nicht auch noch lang. Hier ist nix. Nix. Nichts. Da kann man nicht rein. Ja gut, dass der Weg da oben lang geht, das ist ja offensichtlich. Ich weiß bloß nicht, was ich halt übersehen habe. Kann dann hier rüber springen, muss ich sogar, oder? Ja, alles andere wäre mein sofortiger Tod. Und jetzt? Ah! Den habe ich übersehen. Voll runter! Fällt nicht runter. Fall. Nee, in die Richtung geht nicht. Er ist ja so ein Depp. Oh. Alter. This place anyway. What's in this damn safe? Boah, der hätte alt ausgeschaut, der Typ. Maybe I can find something in this room. Okay, das fällt noch flach. Ja, ich mir schwant Böses. Finde ich jetzt bestimmt wieder ein bisschen Tagebuch und dann wisst ihr, was passiert.
12, 2, 3. Welche alte Hexe? Sind die Einheimischen dem Aberglauben verfallen? Ich kann nur hoffen, dass sie sich nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt haben. 12, 2, 3. Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar wird. Ja, probieren wir es einfach aus, oder? Wäre jetzt fast zu einfach. Das war's nicht. Was? 12, 2, 3? Gucken wir nochmal. Kann mir doch nichts merken. 12, 2, 3, ja. Ach nee. Das ist jetzt hier aber keine Rechnung, oder? Geht ja gar nicht. Was wären das? 12 geteilt durch 2 sind 6 minus 3 wäre 3. Nee. Das kann es nicht sein. Oder kann es sein, und ich bin zu dämlich. Das ist die andere Möglichkeit. Ja, da komme ich nur wieder. Das ist ein anderer Raum, oder? Ja. Nein, Tagebuch. Da geht's wieder zum Tresor. Ja, hilft alles nichts, Leute. Wird wieder in die Vergangenheit gereist. Oder doch nicht? Remember, the answer is not recent. Was? Doch, du Scheiße. Oh mein Gott, was? How the hell am I supposed to make anything out of it? What the fuck? Ich schau gerade, ob ich das 12.2.3 irgendwo lese. Remember, the answer is not present. Ah, okay, also die Antwort ist, was fehlt. Ich muss jetzt quasi einfach schauen, welche Zahl fehlt, aber in welcher Reihe. Was? In der ersten Reihe gibt es 1, 2, 3, 4, 5 fehlt. 5 sehe ich nirgendwo auf keiner Zeile. Das wäre an zweiter Stelle eine 5, würde ich jetzt mal sagen. Ich schreibe mal auf. Ich kann mir doch nichts merken, Leute. Ich kann mir doch nichts merken. So, sagen wir 5. Ja, hier gibt es eine 5. Gibt eine 1, 2, 3, 4, 5 und keine 6. Und keine 7. Keine 6 und keine 7. Da ist eine 6. Okay, dann gibt es keine 7. Dann ist die erste Zahl eine 7. Schaue ich jetzt fast nochmal auf der ersten Seite. Was haben wir gesagt? Die 5. Die gibt es nicht. 6, 7, 8, 9. Ja, okay. Die letzte Zahl. 1, 2, 3, 4, 5. Sehe ich jetzt auch keine 6. 7, 18 aber da. Doch, hier unten ist eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mist. Das gibt meinen Plan jetzt nicht so ganz auf. What the fuck? Was? Was zur Hölle? 1, 2,
In der ersten Reihe gibt's ja nichts, keine. Ach, jetzt gibt's keine Eins mehr. Okay, wenn ich umblätter, gibt's keine Eins mehr. Das ist aber dennoch die Seite für. Was? Wartet, das ist jetzt die Seite dafür. Dann blätter ich um, dann ist das hier, was wir hier zuerst sehen, also dieser kleine Fetzen. Some of them will make up the cipher. Let's see. Ja, halt dein Maul. Okay. Ah ja, okay, ich verstehe es. Drei. Drei ist die letzte Zahl. Und die vorletzte Zahl ist eine Eins. Lass dich jetzt im Besen, wenn das stimmt. Passt's, Obacht? Wo ist meine Maus? Ich sehe meine Maus nicht. Maus, wo bist du hier? Sieben. Fünf. Eins. Drei. Falsch. Okay, was jetzt auch sein kann, dass wir die drei und die eins vertauschen müssen. Auch falsch. Großartig. Großartig. So, machen wir nochmal auf die 1. 3. Nichts passiert. Remember, the answer is not present. Auf dem zweiten Schloss. Es fehlt die 5. Überall, in keiner Zeile habe ich eine 5. Zweite ist eine 5. Wartet mal, ich muss schon mal schauen. Nee, stimmt schon. So, danach haben wir. Im ersten Schloss habe ich 7 gesagt. Und es gibt hier nirgendwo eine 7. Beim 1, 2, 3, 4, 5, 6 fehlt da auch. Aber die ist hier unten irgendwo, habe ich eine 6 gesehen. Genau, in der vorletzten Zeile ist eine 6. Ich könnte mir auch vorstellen. Ne, kann ich mir nicht vorstellen. Eine 6, die fehlt. Und diese Seite hier, die wir, also dieser kleine Fetzen, den wir hier sehen, der ist quasi für das letzte Schloss. Und da fehlt die 3. 1, 2, 3 haben wir nicht. 4, 5 fehlt auch. 6 fehlt auch. Und 7 fehlt auch. Okay. 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 Also 3 fehlt. Dann müssen wir mal durchprobieren. 4, 5 fehlt. 6 fehlt. Boah, erschreckt mich doch nicht so. 7 und 9. Okay. Und das davor war die. Und das ist dann quasi. Das ist dann quasi das Schloss für die vorletzte. Genau, die Seite ist jetzt für das letzte Schloss. Und die Seite ist für das vorletzte Schloss. Und da haben wir gesagt, fehlt die 1. Genau. Okay. Das bedeutet. Das passt, 7, 5, 1. Unten die 3 war falsch, dann könnte es eine 5 sein. Passiert nichts. Dann könnte es eine 6 sein. There, Ja, finally. okay. Ja, haben wir ja blöd, bisschen blöd angestellt. Eine Tagebuchseite, kann mir bitte jemand in die Fresse hauen? Ach.
judge tried to strangle me, and he would have succeeded if it wasn't for. Shit happens. Der Richter hat versucht, mich zu erwürgen, und er hätte Erfolg gehabt, wenn nicht der Mann mit dem Zylinder und der Maske gewesen wäre. Erhard Norton, den Richter, vor meinen Augen getötet, hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Es sah aus, als versuchte er, mich zu retten. Aber weshalb? Christ, I can't do it on my own. There's so much blood. Dear God, is this one of the guests? I don't know. Go get someone. He'll bleed to death. Press on the wound. I'll get help. The janitor is upstairs. Room 207. Where are you? Who is this? Easy. Don't try to get up. Good Lord. No one can talk me into a mountain trip again. There he is. Looks like that missing fellow. The detective showed guests his daguerreotype. Detective? You mean that nosy fop Walter Gilman? Holy Mother of God. Whoa. I have to telegraph the sheriff. No, this man needs a doctor. I've seen wounds like this. Welcher Mann? Wer ist das? Mr. Norton. These voices. There's so many of them. Wait, wait. I think I've heard this conversation before. They said gewisser Detektiv Walter Gilman nach dem Richter. Ist das so laut? Regnet's oder was? Maybe at the reception desk I can find out his room number. Also arbeiten wird hier keiner mehr, nehme ich mal an. It was the janitor who usually kept the reception keys in room two. It's him. Judge John Norton, father's former associate. Is that possible? I've just witnessed a crime from a decade ago. I'm getting lost. Memories and illusions. All bleeding into one. The missing judge. Someone has been looking for him. Walter Gilman. Zimmer des Portiers. Oh, so ein Zufall, ha? Huh? Gleiche Bild, was auch in meinem Arbeitszimmer steht. Okay. Pass mal zu. Geht auch nicht auf, oder? Nee. Ja gut, da bin ich ja schon mal ganz froh drum, wenn ich nicht 800 Räume durchsuchen muss. Oh Gott. Und da, wo ist der Portierraum? Ich glaube, ich muss hier noch gar nicht lang, oder? Alter, wer ist das? Petroleumlampe ist leer am Arsch, Junge. Mach die Lampe voll. Angespannt, Leute. Bist du angespannt? Da hängen solche Bilder auf. Ich meine, das muss der doch schnallen, dass das kein echter Mensch ist, oder? Er löst sich nach jeder Kurve in Luft auf. Ja, der hat nicht gezündet. Der hat nicht gezündet. Vielleicht könnte ich es benutzen, um die Chain zu cutten.
Danke. Wollen nicht aufmachen? Ne. Denn wenn es ohne Videosequenz rausgeballert hätten, wäre ich jetzt klinisch tot, das verspreche ich euch. Aber durch die Videosequenz wusste ich ja, dass was kommt. Okay, hier muss es einen Weg in den anderen Raum rüber geben. Oh. Okay, ja, der war heftig. What was that? Where did it try to drag me? To hell, maybe? Christ, what have I gotten into? Der hat mich erwischt, scheiße, Alter. Wieso musste ich das jetzt umschmeißen? Ach so, dann kann ich wieder hoch. Lampenöl? Es ist gar nicht so dunkel. Ich brauche Gott sei Dank kein Lampenöl. Aber, Alter. Something's wrong here. Du bist ja schlauer, Herr. Der Typ. Das sieht aus wie das Zimmer des Portiers, oder? Ne, der hat doch nicht so ein großes Zimmer. Das glaube ich nicht. Oh, mach doch auf. Poor soul. He spent most of his life here and after death he's still the inn's janitor. Selbst nach dem Tod ist er. Doch, das Zimmer des Portiers. And the guests, from what I can see, are sure to cause trouble. Ach, der hockt er da? Ja, der war auch klar. Abraham Lincoln, ohne Bart. So, Mr. Jacob ermahnt mich ständig, ich solle die Finger von der Flasche lassen. Er sagt, ich würde Gespenster sehen, doch ich schwöre, ich bin vollkommen bei Sinnen. Ich trinke, weil ich Angst habe. Etwas schleicht in diesen Wäldern umher. Aus den Bäumen hallt unmenschliches Geschrei hervor und aus den Tiefen der Höhlen erklingt Geheul. Ich habe die Kratzspuren in der Rinde der Bäume mit eigenen Augen gesehen. Mr. Jacobs sagt, ich sei ein Trunkenbold und solle mich beruhigen, bevor ich die Gäste verschrecke. Vielleicht haben sie allen Grund dazu, Angst zu haben. Wie viele Menschen sind bereits in den Wald gegangen, ohne je zurückzukehren? Gott, steh mir bei, da ist das Geheul wieder. Ich brauche etwas Starkes. Oder ich werde heute Abend nicht zur Ruhe kommen. Und der Schlüssel. Okay. Ah. Gott, und die Musik dazu. Wieso muss ich da lang, hä? Ach so. Hätte ich den Schlüssel gar nicht gebraucht, oder wie? Check ich jetzt nicht.
ich denn jetzt? Gewährt Zugang zum Flügel des A-Gasthofs. Ist das ein Ghost? Oder did I completely lose my mind? Scheiße, ist gleich das Headset verrutscht. Oh Scheiße, war der räudig. Dieser verdammte Irre hat versucht, mich in die Luft zu jagen. Ich konnte ihn überwältigen und in eines der Zimmer sperren. Möge Gott mit allen sein, die Flügel B betreten müssen. Die Kombination für das vorige Schloss ist Anger. Oh mein fucking Gott. Nicht mehr normal. Brauchen wir unsere Scheibe wieder bestimmt, oder? Nö. Wow. Oh. Do not open. Alter, ich habe Herzrasen. Ich kann echt nicht weiterspielen. Der war so hinterfotzig, Alter. Der war so hinterfotzig. Komm da gerade überhaupt nicht klar drauf. Mann, was geht denn ab? Ja, jetzt brauche ich die. Damn roots again. They seem too tough for me just to break them. I can't deal with it with my bare hands. I need some kind of sharp tool. Jetzt ist der weg. What? I couldn't just get up and walk away. Let me go. Help! I will relieve you of your life, you yanked bastard! You can't stop the assassination! Look at my papers, man! Aber der hat doch trotzdem noch eine brennende Bombe in der Hand, oder? Ja. Ich komme über diesen Schocker nicht hinweg. Mich hat's so abnormal gerissen.
Aber weiter geht nicht. So. Man, fick dich doch, Scheißspiel, Alter. Hallo? Oh, Lammmüll. Contract states you can both hand over your shares without each other's consent. I'm sorry, George, but you signed it yourself. I never thought that bastard would try to outwit me, and that his demented spawn would sneak into the mine. What do you expect? The brat cannot inherit. We have to persuade that old fart somehow, or we'll end up with nothing. Did that really happen? Did they plot against my father? Reception desk and find Gilman in the guest registry. Boah, ich trau mich nicht mehr umzudrehen, hä? Das war so ein Arschloch-Move. Wer ist die Alte eigentlich? Was jetzt? Muss ich jetzt wegrennen? Ah! Na, geh doch da rein! Wenn die Folge aus ist, Leute. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das Spiel nochmal so gruselig wird. Aber das Ding hat mich vorher geflasht. Was war das jetzt? Zimmer 203 untergekommen, das ist oben. Ich mag nicht mehr hoch. So, 202. Ich wollte gerade sagen, bitte mach einen anderen Weg.
Scheiße, wo war 203? Oh. Boah. Ich spiele seine Note. Man macht das Fenster auf. Achso, es geht nicht weiter. Ab. Ich guck mal gleich mal nach. Ich weiß nicht, wo 203 ist. Habe ich einen Plan dabei? Notizen? Nee. Ich kann von Zimmer 203. Ich muss wissen, was. Aber wo ist Zimmer 203? Ich weiß es nicht. Ah, da ist 201. Okay, dann müsste das 203 sein jetzt, oder? Seht ihr das genauso? Gilman, open the door. We need to talk, just you and me. Greetings, Mr. Hyde. Cut the pleasantries. I know what you're up to. I don't really know why you're so upset. I really... You aren't the only hack who thought he could sniff out a scoop. But I'm not looking for a scoop. I just want to sort this out. There's something unsettling going on in this charming little corner of the world. So many people have gone missing, including your friend, Judge John Norton. I want to find him. Please. That's my sole motivation. You can shove him up your ass! You want to prove I'm responsible for his vanishing, because you're just desperately looking for a story that will get you publicity. The word publicity sounds strange, coming from someone specializing in sweeping things under the rug. 2 years have passed since the incident in the mine, and many things still remain unclear. People lost their lives, many others have gone missing since, and you act like it was just a minor incident. It was an accident. A tragic accident that cost the lives of my employees and ruined my business. That's all. Oh, I'm afraid that's not all. Ever since then, people have gone missing in the area. Many people, even guests of this establishment. Enough! I want you out of my inn by tomorrow. You hear me? Ja, was ist in den Minen passiert? Im Rahmen seiner Recherchen bezüglich des vermissten Richters entdeckte der Detective anscheinend, dass in dieser Region bereits seit geraumer Zeit, genauer gesagt seit dem Unfall in der Mine, immer wieder Menschen spurlos verschwunden sind.
Er fing an zu vermuten, dass mein Vater Jacob Hyde die schuldige Partei sein könnte. Er nahm sogar die Mine selbst in Augenschein, nach Hinweisen zu suchen, die seinen Verdacht bestätigen würden. Okay. Verlasse das Wirtshaus. Niemals komme ich hier einfach so raus. Must have lost my mind. Jetzt wird's gleich abfackeln, oder? Ich denke mal ganz stark, dass wir das Gebäude abgefackelt haben und in der Gegenwart müssen wir jetzt runter in der Mine, um rauszufinden, was passiert ist. Boah, du Penner! Was? Okay, plus zwei, das ist fair. Die Tür hält den jetzt auf, oder wie? Ja! Okay, war mir eigentlich sicher. Ja, was hätte ich machen sollen? Was hätte ich denn machen sollen, Alter? Okay, gab's wahrscheinlich einen anderen Weg. Egal, Leute, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. In der nächsten Folge geht's runter in die Mine. Ich werde jetzt einen doppelten Whisky trinken. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das guckt. Und danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, eine schöne Zeit.